Im ersten Teil werde ich versuchen, ein Stück weit der Mythologisierung von Arbeit, die als Zustand erscheint und sich in antisemitischen Stereotypen und Projektionen äußert, nachzuspüren. Es soll also kurz dargestellt werden, wie sich die Vorstellung einer ehrlichen, deutschen, werteschaffenden Arbeit, die vorgeblich nicht den allgemeinen kapitalistischen Prinzipien unterliege, im Gegensatz zu einer jüdisch gedachten Nichtarbeit eines jüdischen Lohnes ohne Arbeit entwickelte, bis hin zu der Imagination, die Juden stünden hinter dem Kapitalismus als solchen. Im zweiten Teil des Vortrags soll es dann darum gehen, wie Arbeit im Nationalsozialismus begriffen wurde, wobei der Diskurs der deutschen Arbeit zu einer Art Alltagsreligion radikalisiert wurde, ohne dass jedoch das Kapitalverhältnis im geringsten angegriffen werden sollte. Sondern dieses negative Glücksversprechen von der Volksgemeinschaft in der Vernichtung um der Vernichtung willen umgesetzt wurde. Und im dritten und letzten Teil geht es dann ein Stück weit um die Frage des Fortwirkens eines spezifisch deutschen Arbeitsbegriffes, Kontinuitäten, Brüche dieser als deutsch imaginierten Arbeit und ob sie im Allgemeinen aufgegangen ist. Kurz auf die aktuellen Entwicklungen will ich eingehen und dann ganz kurz anreißen, aber eher als Fragestellung, ob diese als deutsch gedachte Arbeit, ob die woanders auch auftaucht oder nicht. Dann fange ich mal mit dem ersten Teil an. Aufgrund der zunehmenden Warenvergesellschaftung musste seit Ende des Spätmittelalters die angebliche Notwendigkeit eines ständigen Arbeitszwanges begründet werden. Die Ideologie dafür lieferte die Reformation, da sie einen Geist von Arbeit, wie Weber sagte, proklamierte, der der kapitalistischen Kultur zugrunde liegt. Wurde bisher unmittelbar für den Gebrauch und für die unmittelbare Aneignung durch Herrschaft produziert, so wurden nun die Güter zunehmend speziell für den Tausch hergestellt. Sie werden zu Waren. Der Produzent, bisher als gütererzeugendes Subjekt wahrgenommen, wird zunehmend darauf reduziert, Waren für den anonymen Markt herzustellen und als wertbildender Faktor gesetzt. Die Produzenten begegnen diesem neuen Prinzip mit Ablehnung. Der Versuch, dieses neue Prinzip der Gesellschaft wieder auszutreiben, wurde auf den Nebenschauplatz des Zinsgeschäftes verlagert, denn das Verleihen von Geld gegen Zins, welches lediglich die gewöhnliche, wenn auch unverschleiert sichtbare Ausbeutungsrate darstellte, wurde als halserbrecherischer Wucher erfahren. Bei dem Versuch, das nicht verstandene abstrakte Prinzip des Tausches zu konkretisieren, um es dadurch bannen zu können, wurden Wucher und Jude ins Eins gesetzt. Schon davor war mit der allmählichen Wiederverbreitung der Geldwirtschaft, also die es ja schon unter den Römern gab, im Mittelalter und unter Rückgriff auf die dem Christentum von Beginn an innewohnende Ablehnung des weltlichen Besitzes das Geld immer deutlicher verteufelt worden. Parallel dazu fand damals schon die fortschreitende Satanisierung der Juden statt, die von der christlichen Gesellschaft durch Erlasse an eben jenes Geld gefesselt waren. Gerade die unverstandene Selbstvermehrung des Geldes im Zins wurde als eine Überschreitung der göttlichen Ordnung und als widernatürlich angesehen, da Münzen keine Münzen zeugen könnten. Dieses sogenannte widernatürliche Prinzip wurde schon vor der zunehmenden Marktvergesellschaftung den Juden zur Last gelegt. Diese Vorstellung von der vorgeblichen Macht der Juden war dabei nichts Neues. Also wie schon davor, also ganz klassisch, die Vorstellung gab, dass die Juden die Macht hätten, zum Beispiel die Pest loszulassen und Ähnliches. Luther, der deutsche Reformator, entwarf nicht nur die Vorstellung einer spezifisch deutsch gedachten Arbeit, sondern systematisierte auch ältere antijudaistische Stereotype, um damit die Juden bzw. die jüdische Nichtarbeit der deutschen Arbeit als entgegengesetzt darzustellen. So unterschied er zum Beispiel zwischen den rechtschaffenden deutschen Geldverleihern, wie denen der Familie Fucker, und dem jüdischen Wucher. Später ging er in seiner Ablehnung den Juden gegenüber so weit, dass er diese generell nicht zur Arbeit erziehbar hielt und sich in Projektionen erging, die als Vorausgriff gegenüber seiner Zeit schon tatsächlich als antisemitisch und nicht mehr als antijudaistisch bezeichnet werden können. Demgegenüber idealisierte er Arbeit als eine notwendige Verpflichtung, welche mit Freude ausgeübt werden soll. Des Weiteren forderte er, dass Arbeit sich durch Gehorsam gegen die Obrigkeit und durch Berufstreue auszeichnen solle. Also Berufstreue hat er damit gemeint, das ist ein Einfügen in die historische Ordnung. Also man wird von Gott oder von der Obrigkeit auf einen Platz gestellt, wo man zu arbeiten hat, sein Leben lang, das man eben mit Freude ausüben soll.
Man soll nicht auf irgendwie schauen, wo man woanders hingehen könnte, wo man besser verdienen könnte, sondern da, wo man hingestellt wird von der Ordnung, soll man auch bleiben und da seine Arbeit verrichten. Der deutsche Volkscharakter, so Luther, sei dafür besonders geeignet, da er sich besonders durch Traditionsgebundenheit, Sittlichkeit, Gemütlichkeit, Einfalt, Natürlichkeit und durch die Freude an der Arbeit auszeichne. Nicht zufällig wurde Luther im Nationalsozialismus als deutscher Patriot lobend erwähnt. So wurde im Nationalsozialismus konstatiert, dass zwar auch schon früher positive Ideen vom Wesen der Arbeit existiert hätten, wie zum Beispiel im reckenhaft heroischen Nibelungenlied, doch sei es der Verdienst des Revolutionärs Martin Luther gewesen, dass er die alttestamentarisch jüdisch-orientalische Arbeitsauffassung von Arbeit als Not, Mühsal, Last und Knechtschaft überwunden hätte. Generell fand seit der Reformation eine Ächtung all derjenigen statt, welche angeblich der Nichtarbeit huldigten. Positiv dagegen wurde das Ideal der Eigendisziplinierung gesetzt. Im lutherischen Protestantismus, wie auch im daraus entstehenden deutschen Pietismus, wurde allein die Arbeit um ihrer selbst willen aufgewertet. Ständige körperliche Tätigkeit und weniger das Ergebnis der Arbeit rückte in den Mittelpunkt der Betrachtung. So wurde sowohl im lutherischen Protestantismus wie auch im deutschen Pietismus Arbeit als Vergnügen an sich und als Trieb nach Tätigkeit beschrieben, der unbefriedigt zur Langeweile führe. Zeitgleich setzte sich zum Beispiel in England vor allem der Calvinismus und Puritanismus durch. Auch diese Reformationsbewegungen propagierten ein neues Arbeitsethos. Jedoch fand hier nicht nur die Arbeit an sich eine Anerkennung, sondern die Nützlichkeit des Einzelnen definierte sich über seinen Erfolg. So zum Beispiel an seinem Verdienst. Im Gegensatz zum lutherischen Protestantismus beharrte der Puritanismus eben gerade nicht auf einem bestimmten vorgegebenen Ort der Vorsehung, sondern war offen gegenüber jeder Berufsarbeit, solange diese nur zu Erfolg führte. Arbeit stellte keinen besonderen moralischen Wert dar, sondern wurde eher pragmatischen und ökonomisch nützlichen Gesichtspunkten untergeordnet. Da auch der Handel als Arbeit begriffen wurde, im Gegensatz zum Katholizismus und Lutherismus, es wurde so begriffen, dass allein der Handel einer Nation zu Reichtum und Wohlstand verhelfen könnte, konnte damit auch das Prinzip der Geldwirtschaft positiver besetzt werden. Also ein Beispiel, eins der ersten Kinderbücher, die es überhaupt gab, war Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Also der hatte es erst als Erwachsenenbuch geschrieben und dann ist es umgeschrieben, Beginn 1700 rum, als Kinderbuch. Ist 1720 dann übersetzt worden ins Deutsche und überarbeitet. Also was beiden zugrunde liegt, dass also da der neue Homo economicus vorgestellt werden soll oder Kindern halt nahegebracht werden soll. Aber es gibt auch eklatante Unterschiede. Also während in der englischen Version des Robinson Crusoe also die Reise, das Abenteuer im Mittelpunkt steht und Robinson Crusoe eben als Handelsmann, der pragmatisch ist und immer wieder mit den Rückschlägen ziemlich hadert, die er auf der Insel erleidet und da ziemlich ungeduldig auch oft ist und Gott auch anklagt, ist im Deutschen, in der deutschen Übersetzung von Campe steht im Mittelpunkt die Sittlichkeit, das Kontinuum, das Wissen um die göttliche Ordnung. Also Robinson Crusoe ist immer sehr geduldig und weiß, Gott will ihn nur prüfen. Gott hat ihn an den für ihn vorgesehenen Ort gestellt, eben damit er geläutert wird und alles wird gut, wenn er nur stets arbeitsam ist und einer konkreten Tätigkeit nachgeht. So. Also was noch interessant ist in dem Kontext, also während zum Beispiel Robinson Crusoe in der englischen Fassung Feder und Papier vom Schiff retten kann und auch immer wieder Tagebuch schreibt, und das ziemlich wichtig für ihn ist, ist in der deutschen Fassung, taucht er nur einmal als Schreibender auf, und zwar als er mit seiner Axt über seine Höhle einritzt, Arbeitsamkeit das weiß ich nicht mehr, das zweite. Also er hat zwei Begriffe, das eine ist Arbeitsamkeit und das andere, ich weiß es nicht mehr so. Das sind die beiden Begriffe, die für ihn, da taucht er das einzige Mal als Schreibender auf. Doch unabhängig von der jeweiligen ideologischen Aufladung der Vorstellung, wie Arbeit genau auszusehen habe, schritt die Kapitalisierung der Gesellschaft voran. Die unaufhaltsame Vermehrung des durch die Lohnarbeit erzeugten Mehrwerts benötigte eine breitere Konsumentenschicht als bisher. Das Individuum, welches einst in einer durch Gott oder an den Herrscher verfügten Ordnung seinen Platz zugewiesen bekam, soll nun durch das warenförmig zugerichtete Subjekt ersetzt werden.
Oder anders formuliert, das bürgerliche Subjekt, welches Arbeitskraft besitzt, soll nun die Macht übernehmen. Die Forderung der Menschenrechte, dass alle frei und gleich sein sollten, ist der politische Ausdruck, das Glück ohne Macht zu ermöglichen, was aber auf der abstrakten Ebene nichts anderes sein kann als eine rein formelle juristische Definition. Inhaltlich gefüllt wird es eben nur durch das Frei und Gleich der Waren auf dem Markt und der notwendigen Selbstverwertung, der allgemeinen Vergleichung des Subjekts vermittels seiner Arbeitskraft. Und brüderlich wird es als konkreter Nationalstaatsbürger, der seiner Obrigkeit bzw. Nation treu ergeben ist. Kapital und Nation sind der Ausgangspunkt des Bezugs des bürgerlichen Subjektes. Dieser Prozess ermöglichte den Juden einerseits die Assimilation und stellte sie zugleich wieder in Frage. Vom Standpunkt der Nation erscheinen sie als grenzüberschreitendes Kollektiv und vom Standpunkt des sich gerade entwickelnden Kapitals als unproduktive Agenten der Zirkulation. Der gesellschaftliche Zusammenhang, der im Kapitalverhältnis reproduziert wird, tritt nun den Menschen als fremdes, eigenmächtiges und anonymes Verhältnis gegenüber. Anstelle der direkten, unmittelbaren, persönlichen Herrschaftsbeziehungen treten Sachzwänge, die Verkleidung der Herrschaft in Produktion, wie Adorno und Horkheimer sagten. Diese objektiven Abhängigkeitsverhältnisse sind der kapitalistischen Produktion und ihrer Organisation der Arbeit eigen. Die Arbeit wird durch sie zum stummen Zwang der Verhältnisse selbst, beziehungsweise, wie es Marx sagte, das Wirken der unsichtbaren Hand. Arbeit als auch Ware haben einen Doppelcharakter. Deren Vermittlung, Synthesis, geschieht über den Wert, der zwar erst im Austauschprozess in Erscheinung tritt, jedoch an sich schon im Produktionsprozess gesetzt ist. Er ist das, was die bürgerliche Gesellschaft im Kern zusammenhält. Der Wert ist also in der Arbeit und der Ware schon gesetzt, damit die Waren gesellschaftlich vermittelt werden können. Der Wert steckt in den Waren schon drin und muss seinen Ausdruck im Geld finden und muss als Kapital zirkulieren können. Dieser notwendige gesellschaftliche Zusammenhang ist aber nicht unmittelbar sichtbar. Er wird vom Alltagsbewusstsein auseinandergerissen. Denn zum Beispiel der Wert kann nur dort wahrgenommen werden, wo er in dinglicher Gestalt umgesetzt wird. Also das heißt, er wird in der konkreten Ware wahrgenommen, in der Produktion, in der Produktionsform, der Vermittlung von Waren. Das ist auf jeden Fall nicht, also das ist nicht unmittelbar sichtbar. Gegen diese Vorstellung einer Gesellschaft, die nur noch dem stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse, wie Marx sagte, gehorcht, versuchte die Romantik sowie der Großteil der deutschen Nationalbewegung anzugehen, allerdings ohne die Warenförmigkeit der Gesellschaft selbst antasten zu wollen. So forderte die deutsche Romantik für die deutsche Gemeinschaft einen Arbeitsethos ein, der den Menschen zu sich selbst kommen lasse, um das angebliche, bisherige, rationale und materialistische Verständnis von Arbeit zu überwinden. Dieses angebliche, materialistische und rationale Verständnis oder auch als Nicht-Arbeit imaginierte, wurde immer öfter mit einem jüdischen Verständnis von Arbeit bzw. mit den Juden selbst gleichgesetzt. Vermittels den seelisch-geistigen Kräften des Gemeinschaftsgeistes des deutschen schaffenden Volkes, welches sich auf die organische Ordnung dieser Welt berufe und seine Arbeit mit heiterem Fleiße verrichte, könne das als abstrakt abzulehnende wie Individualismus, Intellektualismus und Profitstreben sowie die unangenehmen Seiten der zunehmenden Kapitalisierung überwunden werden. Also es finden sich dann 1800 rum, also fängt das an, schon früher finden sich zunehmend die Romane, wo dann auch propagiert wird, man muss ja auswandern aus Deutschland, weil man hier der konkreten Arbeit nicht mehr nachgehen kann, weil eben zunehmend eine Verstädterung einsetzt und zunehmend Intellektualismus stattfindet. Also findet man selbst bei Goethe solche Sachen. Und das ist einfach nur negativ besetzt so. Also selbst bei Goethe, der wirklich jetzt nicht als Nationalist zu bezeichnen ist, ist dieses Bild zunehmende Kapitalisierung ist negativ so. Bei ihm ziemlich damit besetzt. Generell war die Herausbildung der Wahrnehmung von Arbeit in den deutschen Staaten noch stark an der feudalen Ordnung ausgerichtet. Da zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer noch feudale Landwirtschaft existierte, ebenso wie ein merkantilistisch organisierter Güter- und Arbeitsmarkt und ein großer Einfluss der Zünfte. Diese eher an konkreter, unmittelbarer Herrschaft ausgerichteten Strukturen prägten die Sichtweise von Arbeit als Ware in Deutschland. Ihren Niederschlag fanden diese Vorstellungen von Arbeit auch in der Organisation von Arbeit in den Manufakturen und Fabriken. Arbeit wurde hier vor allem als kontinuierliche Verausgabung von Arbeitskraft,
als regelmäßige Tätigkeit in einer hierarchisch strukturierten Betriebsgemeinschaft verstanden. Also man muss auch so das sich nochmal klar machen. In Deutschland hat sich auch diese Arbeitsorganisation dann so herausgeprägt, dass in den entstehenden Fabriken und davor auch in den Manufakturen die deutschen Arbeiter überhaupt nicht in die Güterverteilung eingebunden waren. Also während in England zum Beispiel die Arbeiterinnen und Arbeiter eher bezahlt worden sind danach, ob die Stücke sich gut auf dem Markt haben verkaufen lassen oder nicht, also davon, also das also mit ihren Lohn ausgemacht hat, hat das in Deutschland überhaupt gar keine Rolle gespielt, sondern es ging nur darum, ob sie eine Belobigung gekriegt haben vom Aufseher, ob sie schnell gearbeitet haben, ob sie viel aus dem Fenster geschaut haben, ob sie pünktlich zur Arbeit gekommen sind. So, das waren Kriterien in Deutschland, die eine Rolle gespielt haben für die Entlohnung der Arbeiterinnen. In dem fetischisierten Bewusstsein erschien in Folge die Zirkulationssphäre nicht nur als ungerecht, sondern als durch und durch unfassbar und mysteriös, als das eigentliche, abstrakte, abzulehnende Prinzip. Zuerst zögerlich, dann ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer schneller, schritt auch in Deutschland die allgemeine Industrialisierung voran. Doch diese wurde als schaffende Produktion in der naturalisierenden Sichtweise ebenso wie die Arbeit der konkreten, der eigentlich menschlichen Seite zugeschlagen, während das, was als abstraktes Prinzip identifiziert worden war, also wie zum Beispiel die Finanzsphäre oder dann später der Liberalismus, also das Unfassbare, zum Kapitalismus schlechthin wurde, welches im Juden personifiziert wurde. Die unterschiedliche Wahrnehmung schließlich davon, was Kapitalismus eigentlich sei, lässt sich zum Beispiel in der unterschiedlichen Rezeption des Mythos Rothschild und seinen antisemitischen Konnotationen am Beispiel der USA und Deutschland veranschaulichen. Der Aufstieg der Familie Rothschild aus dem Frankfurter Ghetto in die ersten Finanzplätze der europäischen Metropolen wurde in den USA eher unter ökonomisch nützlichen Gesichtspunkten wie dem des Erfolges bewertet. Diese Karriere versinnbildlichte dort nicht nur die vorgebliche Macht der Juden über die Zirkulationssphäre, sondern zugleich die Hoffnung auf Überwindung der alten durch Geburt gesetzten Vorrechte für mittelsbürgerliche Eigenschaften wie Strebsamkeit, Fleiß und Kreditwürdigkeit. Im Gegensatz zu dieser Vorstellung des Kapitalismus, in dem jeder mehr oder weniger durch Steigerung seiner Arbeitsleistung ein erfolgreicher Selfmade-Man werden könnte, symbolisierte in Deutschland der Name Rothschild die zutiefst negativ gewertete Macht des Geldes. Die Ablehnung des als abstrakt abgespaltenen und dessen Personifizierung fand ihren Ausdruck in der angeblich undurchschaubaren Macht dieser jüdischen Familie, von der nicht nur der Reichtum und das Glück Einzelner abhängen, sondern angeblich das Weh und Wohl ganzer Staaten. Der Kapitalismus, als solcher auf seine abstrakte Dimension reduziert, wurde als mysteriöses Spekulieren an der Börse zusammengefasst. Auf der einen Seite standen die Bankiers, welche an der Börse nur Spielereien betrieben, auf der anderen Seite die als produktiv gedachten Industriellen, welche organisch verwurzelt seien und den materiellen, schöpferischen Prozess der deutschen Nation vorantrieben. Also nochmal ein anderes Beispiel, um das nochmal zu illustrieren. Die Juden wurden ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts zu der eigentlichen sozialen Frage hochstilisiert. Also sie wurden für Kommunismus und Kapitalismus verantwortlich gemacht. Das kann man an einem Bild nochmal veranschaulichen. Zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts ist als neues Massenmedium, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, als neues Massenmedium die Bildpostkarte erfunden worden. Und da findet man dann, also die gab es dann auch in so Abfolgen, und wo mehrere hintereinander waren, so ganze Ketten, und da gibt es ganz oft, taucht das Motiv auf, also eine Masse armer, verlauster Ostjuden, die in der Masse irgendwie alle bucklig mit den Bärten und so weiter kommen rüber, natürlich stinken sie auch noch, kommen rüber nach Deutschland, überschwemmen dieses Deutschland und bringen gleichzeitig sozialistische und kommunistische Ideen mit. Und diese werden dann quasi über Nacht, also das weiß man immer nicht, also ganz plötzlich, ganz schnell wird das immer dann dargestellt, werden die, also über das, was eben als Nichtarbeit, also als Lumpensammler oder einfach durch nichts tun, das weiß man einfach nicht so, aber ganz auf eine ganz mysteriöse Art und Weise, werden die vermittels einer undurchschaubaren Macht dann zu den Börsenmaklern sitzen an der Börse und entscheiden über das Wohl und Wehe Deutschlands. So. Und das wird dann irgendwie auf 10 Bildpostkarten hintereinander, ist das ganz oft dargestellt worden, dieses Motiv. Gibt es auch einzeln so, aber das ist sehr massenhaft aufgetaucht.
Im notwendig falschen Bewusstsein erschien das kapitalistische Prinzip wie ein Glück ohne Arbeit, in dem der Antisemit sein eigenes Verlangen nach diesem Glück, welches er sich selbst gegenüber verleugnet, auf das Judentum projiziert, kann er sich durch seine eigene Unterwerfung zugleich mit der verinnerlichten Obrigkeit und dem Staat identifizieren. Auf diesen Projektionen basierend wurde der Ruf nach einem eigenständigen dritten Weg, den des nationalen Sozialismus seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland immer lauter. Ein eindeutiger Antiliberalismus bei gleichzeitiger Betonung einer eigenständigen, zwar marktwirtschaftlichen, aber vorgeblich nicht kapitalistischen Entwicklung war dabei die ideologische Grundlage. Dieser nationale Sozialismus begriff sich in Abgrenzung zur ökonomischen Entwicklung aller anderen Länder und besonders zur jüdisch gedachten Ökonomie. Die deutsche Arbeit wurde allerdings nicht nur von bürgerlicher Seite aus hochstilisiert, auch die Sozialdemokratie versäumte es von Anfang an, diesem Arbeitsverständnis ein anderes oder kritischeres gegenüberzustellen. In den stark personalisierenden antikapitalistischen Anschauungen der Arbeiterbewegung geriet die Abstraktionsform Arbeit aus dem Blick. Da diese den Mehrwert lediglich als unbezahlte Arbeit begreift, bleiben auch sie in der Vorstellung bloßer Verteilungsgerechtigkeit befangen und lassen die grundlegenden Fetischformen des modernen warenproduzierenden Systems unangetastet, indem auch sie den Kapitalismus auf seine abstrakte Dimension reduzieren. In ihrem Kampf um Rechte und Anerkennung setzte das Gros der organisierten deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen stets auf die Respektabilität ihrer Tätigkeiten. Also das findet man zum Beispiel in dem Satz wieder vom Gothaer Parteiprogramm von 1875, in dem die Sozialdemokraten den Satz voranstellten, Zitat, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Nicht die Kritik von Form und Inhalt der Arbeit, sondern ihre gerechte Verteilung und Entlohnung im Verbund mit staatsbürgerlicher Anerkennung stand fortan auf dem Programm gesellschaftlicher Reform- und Modernisierungsbewegungen. Im nationalen Einheitsrausch des Ersten Weltkrieges, der die revolutionäre Überwindung der Klassengesellschaft darstellen sollte, erfuhr das deutsche Arbeitsverständnis eine weitere Dynamisierung. Während also die Deutschen dem 1916 im Nationalen Hilfsdienstgesetz proklamierten Ruf zum gemeinsamen, pflichtbewussten und heroischen Arbeitseinsatz folgten, wurde im selben Jahr die Judenzählung im Heer verfügt, da angeblich dieses feige Handelsvolk sich vor dem Kriegsdienst drücke. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das Ergebnis ist nie veröffentlicht worden und das hat natürlich nochmal die Spekulation, also über diese Zählung der Juden im Heer, das hat natürlich die Spekulation nochmal richtig vorangetrieben, ist dann vom Jüdischen Büro für Statistik nochmal eine eigene Zählung später durchgeführt worden und die hat ergeben, dass anteilsmäßig natürlich die Juden nicht-jüdischen Deutschen genauso vertreten waren, ne, wie jüdische Deutsche. Aber auf jeden Fall darüber, dass das nicht veröffentlicht worden ist, das Ergebnis, hat das einfach nochmal weiter was dynamisiert und hat nochmal weiter die Spekulation auch in der Richtung. Also nicht nur, dass die feigen Juden sich vom Kriegsdienst drücken wollten, sondern dass sie auch noch profitieren würden vom Krieg. Und noch dazu war das dann natürlich wieder der Beweis für die Macht der Juden, die das sogar die Macht hätten, das zu verhindern, dass dieses Ergebnis überhaupt publiziert werden würde. Als sich die Niederlage im Krieg abzeichnete, wurde mit der Dolchstoßlegende ein Deutungsmuster propagiert, das in seiner Konsequenz die Definition der Deutschen Republik als Judenrepublik bereits vorwegnahm. Es gab das weit verbreitete Bestreben, den deutschen Staat jenseits von Kapitalismus und Parlamentarismus zu legitimieren und ihn als einen Staat des deutschen schaffenden Volkes neu zu definieren. Und zwar weitgehend von links bis rechts. So wurde zum Beispiel als produktiv der deutsche Arbeiter bezeichnet und im Gegensatz dazu der schwächliche oder gar zersetzende bezeichnete, also der als Nichtarbeiter dargestellt wurde. Die Durchsetzung der Utopie vom Arbeitersoldaten als Machtträger der neuen Zeit, wie Jünger sagte, setzte nicht nur die Beseitigung des Liberalismus voraus, sondern der gesamten bürgerlichen Gesellschaft, einschließlich des Freiheitsanspruchs des Einzelnen. Dies fand seinen Niederschlag auch in der Betonung der warmen Gemeinschaft versus der kalten Zivilisation. Und so folgert dann Jünger, schlussendlich werde die neue Ordnung eintreten, die jene Rasse zur Herrschaft bringe, die nicht von Verstand, Fortschritt und Bequemlichkeit geleitet sein, sondern die heroischen Züge des Arbeiters enthülle.
Auf den Spuren Jüngers entwickelte Martin Heidegger den Begriff der Arbeit weiter. So war er einer der Propagandisten der später im Nationalsozialismus umgesetzten Arbeitslager. Die gemeinsame Arbeit sollte seiner Vorstellung nach den deutschen Volkskörper gesunden und zugleich den deutschen Arbeitenden in die Totalität der Gemeinschaft integrieren. Indem Heidegger aussparte, deutete er an. Denn längst schon war der Kommunismus begriffen als internationale jüdische Verschwörung und Amerika als Judenstaat, als Brutstätte des raffenden Kapitals enttarnt. In seinen apokalyptischen Vorstellungen propagierte Heidegger die Überwindung des Wertgesetzes durch das vorgebliche Egalitätsversprechen für die schaffenden Volksgenossen, dem jedoch schon die Vernichtung inhärent war. Um jedoch endgültig denen das Produktionsverhältnis zu entreißen, die es angeblich besäßen, also den Kapitalismus aufzuheben, ohne dessen Grundlagen auch nur anzurühren, dazu bedurfte es noch der radikalisierenden Dynamik der ersatzrevolutionären Volksgemeinschaft, dem Nationalsozialismus. In der Zeit der Weimarer Republik wurde in den Reden der Nationalsozialisten ihr Arbeitsbegriff noch ganz unmittelbar aus dem Antisemitismus abgeleitet, wie zum Beispiel in der grundlegenden Rede Hitlers von 1920 mit dem Titel »Warum sind wir Antisemiten?« im vollbesetzten Münchner Hofbräuhaus. Zitat aus dieser Rede, Hitler. Ein Volk, das sich der Arbeit nicht selber unterziehen will, der manchmal auch undankbaren Arbeit, einen Staat zu bilden und zu erhalten, Arbeit zu tun im Bergwerk, in den Fabriken, am Bau und so weiter. All diese für einen Hebräer so unangenehme Arbeit, solch ein Volk wird sich niemals einen Staat selber gründen, sondern es stets vorziehen, als Dritter in einem anderen Staat zu leben, in dem diese Arbeiten durch andere vollbracht werden und er nur der Vermittler der Geschäfte ist, der Händler im günstigsten Falle oder auf Deutsch heute übersetzt der Räuber, der Nomade, der die gleichen Raubzüge unternimmt, wie er sie einstens unternommen hat. Lebhaft bis Bravo und Händeklatschen aus dem Publikum. Ariertum bedeutet sittliche Auffassung der Arbeit und dadurch das, was wir heute so oft im Munde führen. Sozialismus, Gemeinsinn, Gemeinnutz vor Eigennutz. Judentum bedeutet egoistische Auffassung der Arbeit und dadurch Mammonismus und Materialismus. Das konträre Gegenteil des Sozialismus. Bravo, bravo, ist ja richtig. Juhu. Zitat Ende. Dagegen war dann bis Ende der Weimarer Republik der Antisemitismus derart unmittelbar in den deutschen Arbeitsbegriff eingeflossen. Das heißt, das, was als spezifisch deutsche Arbeit imaginiert wurde, wurde vornehmlich als das Gegenprinzip zu dem jüdisch imaginierten Begriffen, dass es auch den Nationalsozialisten nicht mehr notwendig erschien, immer die Juden konkret als Gegenprinzip aufzuführen. Es reichte inzwischen vom Materialismus, Kapitalismus, Liberalismus und so weiter zu reden und jeder wusste, wer damit gemeint war. In der vorgeblichen antikapitalistischen Rhetorik wurde dann zum Beispiel die bisherigen Ungerechtigkeiten des Kapitalismus folgendermaßen zusammengefasst. Zitat: Die heutige Zeit baut sich ja selber ab. Sie führt ein allgemeines Wahlrecht ein, schwätzt von gleichen Rechten, findet aber doch keine Begründung für dieselben. Sie sieht im materiellen Lohn den Ausdruck des Wertes eines Menschen und zertrümmert sich dadurch die Grundlage für die edelste Gleichheit, die es überhaupt geben kann. Also das heißt, was da in diesem kurzen Hitler-Zitat rauskommt, das heißt halt, also er braucht nicht mehr den Juden zu benennen, sondern er kann einfach sagen, er ist gegen Liberalismus und gegen das abstrakte Prinzip und jeder weiß, dass, dass dahinter die Juden stehen. Und er redet von der edelsten Gleichheit und das ist natürlich die Volksgemeinschaft der arbeitenden Volksgenossen gemeint. In der ersten Mai-Rede 33 fasste Hitler die Volksgenossen folgendermaßen zusammen. Geist, Stirne und Faust, Arbeiter, Bauer und Bürger. Der Arbeitsbegriff wurde dabei naturalisiert und aller sozioökonomischen Zusammenhänge entledigt. Übrig blieb die antisemitische Projektion gegenüber Demokratie und Liberalismus und die repressive Gleichheit aller schaffenden Volksgenossen. Unter Arbeit wurden im NS alle Tätigkeiten innerhalb des repressiven völkischen Kollektivs gefasst, vorausgesetzt sie dienten dem nationalen Ganzen. In der völkischen Ideologie, in der die Verkehrung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Naturkategorien nun vollständig verwirklicht ist, erscheinen die historisch und gesellschaftlich bedingten Produktionsverhältnisse als unaufhebbar. Die Differenzierung zwischen raffenden und schaffenden Kapital darf also nicht falsch verstanden werden. Mit schaffend war keineswegs nur Handarbeit bzw. körperliche Arbeit gemeint, ebenso wie raffend nicht für Kapitalbesitz an sich stehen sollte. Wenn
In NSDAP-Rhetorik von Judenkapital geredet wurde, interessierte somit weniger das Kapital als der Jude, da die politische Vergesellschaftung entlang der Rasse festgemacht wurde und folgendermaßen verkauft wurde. Auch wenn es so schiene, als sei die Entzweiung von Arbeiter, Klasse und Nation auf den Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital zurückzuführen, wäre dies nicht das wahre Problem, sondern der eigentliche fundamentale Unterschied sei zwischen der gesamten Produktion einerseits und arbeitsloser Aneignung andererseits festzumachen. Dem raffenden Kapital, dem Reichtum ohne geleistete Arbeit, liegen in dieser Logik nicht soziale Stellung oder Reichtum zugrunde, sondern persönliche rassische Eigenschaften. So konnte auch der deutsche Bankier, der sich gegebenenfalls der Verpflichtung gegenüber dem Ganzen entzog, als verjudet bezeichnet werden. So eifrig die Antisemiten das vermeintlich Böse stets in Gestalt des Judentums zu personifizieren suchten, so überaus einfallsreich halluzinierten sie das Phantasma des unsichtbaren, die Weltgeschicke leitenden jüdischen, raffenden Geistes. Entlang der deutschen Arbeit ließ sich die bürgerliche Vergesellschaftung spiegelbildlich und biologistisch wahrnehmen. Die ersatzrevolutionäre Volksgemeinschaft war untrennbar verbunden mit dem Ausschluss der Verfolgung und letztlich der Vernichtung der vermeintlichen Nichtarbeit. Nicht nur Juden, ebenso Sinti und Roma, aber auch sogenannte asoziale oder Arbeitsscheue fungierten als Verkörperung all jener Eigenschaften, die ein natürliches, gesundes Verhältnis zur Arbeit vermissen ließen. Allerdings sind die Unterschiede der Projektionen eklatant. Deutsche Arbeitsscheue galten in der Regel noch als durch Arbeit erziehbar, während Juden, Sinti und Roma von Natur aus als arbeitsscheu angesehen wurden. Auch Sinti und Roma galten damit als Parasiten am deutschen Volkskörper. Allerdings wurde ihnen nicht jene allumfassende, zersetzende Macht zugeschrieben wie den Juden. Die Rettung der arischen Welt schien also nicht von der vollständigen Vernichtung der sogenannten Zigeuner abzuhängen, von der Juden allerdings schon. In der pathischen Projektion, wenn also der Selbsthass nach außen gewendet wird, kann aufgrund ausfallender Reflexion und unter autoritärer Gebanntheit die Wunschvorstellung nur negativ ausgelebt werden, nach dem Motto, was man selbst nicht haben kann, soll auch kein anderer besitzen. Das lässt sich auch zum Beispiel in diesen zynischen Parolen über den Vernichtungslagern wiederfinden, wie jedem das Seine oder Arbeit macht frei. Ich musste immer, oder ein sehr plastisches Beispiel ist zum Beispiel, was, also gerade mit diesem Arbeit macht frei, was Esther Bescherano erzählt, die in Auschwitz ja nur überleben konnte, weil sie dann ins Mädchenorchester gekommen ist, aber die ersten Tage, wo sie nach Auschwitz kamen, mussten die tagelang riesengroße Feldblöcke von einem Feld, also vom einen Ende des Feldes auf zum anderen schleppen, um am nächsten Tag die Blöcke eben wieder zurückzuschleppen. Das war eben das, was die Nationalsozialisten sich bei Juden unter Arbeit macht frei vorgestellt haben. In der Paranoia erschien die deutsche schaffende Arbeit dem als das unvereinbare entgegengesetzte Prinzip. Im Kontext einer nationalen Kultur, die wie die deutsche ihre wesentlichen Identifikationsmomente gerade aus vermeintlich handfesten konkreten Idealen wie das der Arbeit bezog und bezieht, ist diese Projektion offensichtlich eher möglich als in Gesellschaften, die sich eher auf abstraktere, universalistischere Ideen beziehen. Allerdings, und das ist wiederum entscheidend für den Wahn, war das, was als konkret und wesenhaft gegen die sogenannten künstlichen Momente der Wertvergesellschaftung angeführt wurde, deren untrennbar andere Seite. Die als konkret idealisierte und als Natur erscheinende deutsche Arbeit entpuppt sich bei näherem Hinsehen selbst als Abstraktion und letztlich einer Prototyp, eine Arbeit an sich, die keineswegs dem Kapitalismus entgegengesetzt ist. Die Protagonisten der deutschen Arbeit von Luther bis Hitler sprachen in dieser Hinsicht stets Klartext. Hitler-Zitat: Und wenn Millionen glauben, aus der Art der Arbeit im Einzelnen vielleicht einen Schluss ziehen zu können auf die Würdigkeit des Einzelnen, so ist das ein bitterer Irrtum. Es gibt vielleicht unter uns viele Zehntausende, die den Respekt vor dem Einzelnen abhängig machen wollen von der Art der Arbeit, die er verrichtet. Nein, nein, man kann den Respekt nur abhängig machen von dem wie einer seine Arbeit verrichtet. Das hat sich natürlich aber erst immer nur auf den deutschen schaffenden Volksgenossen bezogen. Diese durch die falsche Kapitalismuskritik des nationalen Sozialismus erneuerte Heilsversprechen ließ bei gleichzeitiger Festschreibung seiner Uneinlösbarkeit und dem Bruch mit der christlichen Jenseitshoffnung eine Dynamik entstehen,
die nur noch in der Hingabe an die Sache, die Arbeit um ihrer selbst willen und schließlich an den Krieg und die Vernichtung als Vernichtung des Werts Erlösung versprechen konnte. Also Vernichtung des Werts wurde dann eben personalisiert wieder in den Juden, dem man auch den letzten Gebrauchswert noch entreißen musste, eben wie die Haare und so weiter. Die sozialen Verhältnisse ausblendend fand das, was als deutsche Arbeit imaginiert wurde, zu sich selbst in dem volksgemeinschaftlichen Wahn von der Befreiung von dem, was als wesensfremde Volksfeinde identifiziert und personalisiert worden war. Mit den Vernichtungslagern fand die pathische Projektion zu sich selbst. So, ich gehe jetzt auf nach 45 an, dieses nach 45, ne, ich fange jetzt einfach mal an, ich fange jetzt unmittelbar nach 45 an und mache dann einen Sprung, aber jetzt mal erst unmittelbar nach 45. Das Bedürfnis nach Verdrängung und Schuldabwehr reproduzierte in den Nachkriegsjahren den deutschen Arbeitswahn nachhaltig. Die rastlose Trümmer- und Aufbauarbeit muss also auch als Versuch gewertet werden, möglichst viel an nationaler, aber auch individueller Identität zu erhalten. In der zwanghaften Verdrängung wurde abgespalten und die Arbeit als unschuldige, gewissermaßen vorpolitische Identitätsquelle, wenn nicht gar als Beleg antifaschistischer Gesinnung identifiziert. Ich möchte da kurz ein Zitat von Hannah Arendt vorlesen, bei ihrem Besuch in Deutschland. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass die Deutschen seit Generationen ins Arbeiten vernarrt sind. Und auf den ersten Blick scheint ihre augenblickliche Betriebsamkeit den Eindruck zu nähern, Deutschland sei möglicherweise noch immer die gefährlichste europäische Nation. Beobachtet man die Deutschen, wie sie geschäftig durch die Ruinen ihrer tausendjährigen Geschichte stolpern und für die zerstörten Wahrzeichen ein Achselzucken übrig haben, oder wie sie es einem verübeln, wenn man sie an die Schreckenstaten erinnert, welche die ganze übrige Welt nicht loslassen, dann begreift man, dass die Geschäftigkeit zu ihrer Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden ist. Also ich meine, und natürlich ist es ja auch immer positiv besetzt worden und kann man ja heute noch hören, also dass ja auch immer gerade, wenn man Hitler verteidigen wollte, immer ganz platt immer angeführt worden ist, er hat ja allen Arbeit gegeben, er hat die Autobahnen bauen lassen und so weiter und so weiter. Das ist ja auch immer über die Arbeit begründet worden. Entscheidend war jedoch, dass diese Disposition sich mit einer ebenfalls ungebrochenen Gemeinschaftsideologie im Sinne Gemeinnutz geht vor Eigennutz verbinden und schließlich als sogenannte Sozialpartnerschaft auch institutionell verhärten konnte. Ebenso wenig wie die Arbeit kritisch ins Verhältnis der NS-Ideologie gesetzt wurde, so der Gemeinsinn. Der Stolz auf die geleistete Arbeit und das Wirtschaftswunder reproduzierte zugleich den Mythos der produktiven deutschen Arbeit und war mit Mustern des sekundären Antisemitismus angereichert, wie etwa durch die Klagen über Wiedergutmachungszahlungen, die als Bedrohung der eigenen Arbeit wahrgenommen wurden. So, und ich mache jetzt dann kursorisch, gehe allgemeiner und mache jetzt einen Sprung und gehe eher auf die heutige Zeit, also lasse jetzt mal die 60er und 70er Jahre draußen und gehe eigentlich erst ab der Wiedervereinigung ein. Auf den ersten Blick scheinen inzwischen in Deutschland die Bedingungen zu zerfallen, die die Verhärtung des Arbeitsethos verallgemeinern und respektive in völkische Formen bringen können. Erscheinen doch inzwischen zunehmend die allgemeinen Vorstellungen von Arbeit, die jedoch auch eine repressive Bildung von Subjektivität produzieren, die speziellen deutschen Vorstellungen zu überlagern. Zu nennen ist hier einerseits die zunehmende Entgrenzung der Arbeit durch den neoliberalen Zugriff auf die Arbeitskraft, in dessen Folge das ganz normale, also das heißt den Verwertungsinteressen rational folgende Menschenbild des Kapitalismus auch offen ausgesprochen werden kann. Entscheidend ist jedoch, ob und wie diese Anthropologie das Update eines "ein jeder ist seines eigenen Glückes Schmied" von unten reproduziert wird. Inwiefern also das Subjekt Erfolg und Scheitern als gesellschaftlich gemacht begreift oder als naturgegeben natürlich, was dann wiederum in dem nach außen gewendeten Selbsthass zumindest in Neid, wenn nicht gleich in Hass umschlägt. Die Unfähigkeit, Erfolg und Scheitern auf soziale, materielle Verhältnisse zurückzureflektieren, wird mit Sicherheit noch weiter zunehmen, zumal wirtschaftlicher Aufschwung relativ gesehen aufgrund der Produktivitätsfortschritte immer weniger Arbeit erfordert. Noch nie war es so leicht, buchstäblich aus dem Nichts heraus Millionär zu werden, ebenso wie der freie Fall des sozialen Abstiegs von heute auf morgen keine Ausnahmeerscheinung darstellt.
Noch nie war die Möglichkeit, ein gutes Leben ohne bzw. mit wenig Arbeit zu haben, so nah, und doch ist sie aufgrund der unbegriffenen Form, in der sie sich zu erkennen gibt, für die meisten virtueller denn je. Gerade je mehr sie sich tatsächlich in der Arbeit abstressen bzw. abstressen müssen. Der Boden für irrationale Deutungen und Projektionen entlang des Komplexes Arbeit, Nichtarbeit, ist also vielleicht tiefer als zuvor. In welcher Form die antisemitischen und rassistischen Projektionen sich bahnbrechen können, hängt aber zudem noch davon ab, wie diese Projektionen nationalisiert werden. Als ein Beispiel zum Beispiel 97 in Berlin diese Bauarbeiterdemo, die losgegangen sind mit Billiglohn macht arbeitslos und dann mit den Baulatten auf die Ausländer losgegangen worden sind. Und worauf dann die Regierung sofort reagiert und fordert, den Billiglohn abzuschaffen. Oder aktuelles Beispiel, um mal wieder auf Schill zu kommen. Also der dann davon redet, dass die Ausländer, die unseren Wohlstand verfrühstücken. Also so, um nur ganz kurz ein paar Beispiele zu nennen. Denn so wenig wie das Modell des rheinischen Kapitalismus, der BRD, die Modernisierung der Kapitalverwertungsbedingungen und damit die nationale Wettbewerbsfähigkeit vernachlässigen konnte und wollte, so wenig kann und braucht die neoliberale Modernisierung in Deutschland den traditionellen ideologischen Fundus über Bord zu werfen. Die flexible Rhetorik der neuen Mitte zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie unter der Zauberformel aktivieren der Sozialstaat die Reaktivierung deutscher Arbeits-, Gemeinschafts- und Verzichtspostulate mit den Anforderungen neoliberaler Deregulierung zu verbinden weiß. Das Bündnis für Arbeit ist da zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür. Zusammengefasst könnte man die gegenwärtige Tendenz als den Versuch beschreiben, vom deutschen Kapitalismus die Ideologie zu retten, also Gemeinnutz geht vor Eigennutz, wie man zum Beispiel beim Hochwasser gesehen hat, das materielle Pendant, also die Alimentierung der deutschen Arbeitskraftbehälter, aber zurechtzustutzen. Und es sieht ganz danach aus, dass die Rechnung aufgeht. Die Leute machen mit, obwohl sie geschröpft werden. Die Standortlogik scheint in Deutschland besonders auf fruchtbaren Boden zu fallen, die tatsächlich mehr ist als Propaganda, sondern eben auch von unten wirkt, das heißt vom Subjekt begeistert übernommen wird. Mit dem Verweis auf Erhalt oder die Schaffung von Arbeit kann man in Deutschland offensichtlich den letzten Schwachsinn legitimieren, weil es einfach einen tief verankerten Konsens gibt. So stellen zum Beispiel die Gewerkschaften immer wieder unter Beweis, dass sie im Zweifelsfall der Arbeit Vorrang vor sozialen Errungenschaften geben. Oder Wahlkampf wird damit geführt, also wie zum Beispiel, die Wahlkampfplakate, die ständig irgendwie Arbeit, Arbeit, Arbeit nur haben, oder die schönsten Plätze sind Arbeitsplätze, oder in Hamburg, das war die SPD, beim letzten Wahlkampf hatten sie, wie hieß das? Unsere Kinder dürfen alles, bloß nicht arbeitslos werden, genau. Kann man schon ein Stück weit auf jeden Fall gegenüberstellen, wie Arbeitslosenproteste zum Beispiel in Frankreich ausfallen. Also die fordern eben, also diese Arbeitslosenproteste in Frankreich, da wird ja eben gerade nicht gefordert, wir wollen jetzt auch alle Arbeit haben, sondern die fordern halt dann, dass die einen Mindestlohn kriegen, auch für die, die arbeitslos sind. Also da läuft die Argumentation einfach andersrum. Die allgegenwärtige Forderung nach Arbeit und nochmals Arbeit lädt dazu ein, die gefährliche Dynamik des deutschen Arbeitswahns gerade im Hinblick auf den sehr akuten Rassismus und Antisemitismus als eine Folge von zu wenig Arbeit, also von Arbeitslosigkeit, zu interpretieren. Man nimmt die Parole, Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, oder was es ja auch mal gab, Kinder statt Inder, also was dann seine Fortsetzung in der Green-Card-Diskussion fand, für bare Münze. Nun könnte man feststellen, dass bezogen auf das, was bis 1945 gewirkt hat, zumindest dahingehend eine Normalisierung des Begriffs der Arbeit in Deutschland zu verzeichnen ist, dass das Postulat Hauptsache Arbeit heute zumindest nicht mehr in sogenannte anrüchige, raffende und ehrliche Arbeit zu trennen scheint. Gerade die neue deutsche Unbefangenheit gegenüber der Börse könnte als beruhigender Beleg dafür gelten, dass die Gesellschaft gegen die Projektionen vom raffenden Finanzkapital immunisiert sei. Doch genauso wenig wie der nationalsozialistische Affront gegen die jüdische Spekulation keineswegs die reale Denunziation und Abschaffung der empirischen Finanzzirkulation bezweckte, bewirkt der aktuelle volkssportive Aktienhype, der jetzt eigentlich auch schon wieder abgeflaut ist, eine Immunisierung gegenüber jenen, die Sphäre des Geldes betreffenden Mystifikationen.
Die allgegenwärtige Rede von den Faulenzern, den Absahnern, dem Spekulationskapital gegenüber amerikanischem Kapitalismus, also da taucht es nämlich sehr stark wieder auf, wenn über Kapitalismus in Amerika geredet wird, lehrt schnell eines Besseren. Also so hat schon 96 Fischer gesagt, die Frage gestellt, ob wir eine Amerikanisierung, ob wir der nicht eine Europäisierung entgegensetzen wollen. Ob es nicht sinnvoll wäre, eine neue Definition des rheinischen Kapitalismus zu machen. Schröder lehnt sich an der Attac an, also der hat ja auch begeistert diese Forderung nach den Turbinensteuer eine Zeit lang aufgegriffen, während dagegen von linker Seite die Forderung von einem, nach einem starken Staat erhoben wird. Die ungebrochene Anknüpfung an das amerikanische Finanzkapital als Chiffre für Judentum taucht immer wieder auf, wie es nicht nur die Finkelstein-Debatte bezeugte, sondern ebenso diverse Reaktionen, also die von links bis rechts waren, auf den Anschlag auf das World Trade Center. Gefährlich ist es genauso, was viele Linke unterschätzen, wenn ihnen auf mögliche Übereinstimmung mit ihrer Globalisierungskritik, mit denen der Neonazis angesprochen, nichts anderes einfällt als, wir wollen ja nicht die Abschottung ins Nationale. Oder dass viele Linke, ähnlich wie die Nazis, den Kapitalismus personalisieren in Form einiger Herrschenden, die die Welt beherrschen würden, mittels Manipulation, auch wenn sie es nicht unbedingt im Juden personalisieren. Noch ein paar Beispiele am Schluss, also für so aktuelle Entwicklung. Also nach dem 11.09.2001 ist es sehr stark wieder aufgetaucht. Also tauchen einfach diese alten Bilder wieder auf, sehr stark, also bis zur PDS hin, dass man die Gemeinschaft versus Gemeinschaft, Kultur und Wärme der Zivilisation entgegenstellt zum Beispiel. Oder dass man eben dann auf die USA bezogen da vom Finanzkapital und Spekulationskapital redet. Also da plötzlich wieder die Trennung zwischen guter und schlechtem Kapitalismus auftaucht. Lass ich mal raus. Oder dann eben, also ich meine, das ist ja letztendlich eskaliert jetzt im letzten Wahlkampf, der ja wirklich einfach antiamerikanisch bis zum geht nicht mehr war und daraufhin ja auch die SPD die Wahl gewonnen hat, sonst hätte sie wohl nicht gewonnen, wenn sie nicht so antiamerikanisch gewesen wäre. Und da ja einfach von einem Bush-Hitler-Vergleich bis Schröders Aussage, Wahlkampf wird in Berlin geführt und nur in Berlin geführt, dass da genau diese Auftrennung wiederkommt, was ich vorher meinte, in das raffende Kapital, das jetzt mit den USA gleichgesetzt wird und einem anderen Kapitalismus, der mit Deutschland gleichgesetzt wird. Also dass zunehmend solche Ähnlichkeiten einfach sehr eklatant auftauchen. Also auf der einen Seite wieder diese Arbeit um der Arbeit willen und auf der anderen Seite in diesem Anti-Amerikanismus diese alte Auftrennung von Kapitalismus wieder auftaucht. Dann, ob das nochmal ganz kurz angerissen, was aber eher eine Fragestellung ist, was mir einfach aufgefallen ist, zum Beispiel also diese konkrete Arbeit hochzuhalten gegen das, was als abstrakt imaginiert wird, ist interessanterweise im Iran, also in der iranischen Revolution, von den iranischen Revolutionären sehr stark, also von der islamischen Revolution, sehr stark benutzt worden. Also wogegen sich jetzt ganz stark die iranische Bevölkerung wendet, ist damals aber sehr stark aufgetaucht, dass da in diesen Pamphleten und in den Verlautbarungen immer kam, die konkrete iranische Arbeit gegen die Verjudung gesetzt wurde und das Abstrakte, also und der Kapitalismus gleichgesetzt wurden und dass da auch solche Begriffe, also in Anlehnung an deutsche Philosophen, deutsche Vordenker, also da auch wieder die Begriffe auftauchen, organische Gemeinschaft, die gute Kultur und solche Sachen. Also da sind so Sachen aufgetaucht, die sich aber anscheinend haben nicht so durchsetzen können, wie man jetzt halt sieht an den neuen, also dass ja jetzt gerade da im Iran die Bevölkerung oder sehr viele, auf jeden Fall die Studenten, auf die Straße gehen und genau sagen, wir wollen aber den Kapitalismus, wir wollen eure Revolution nicht mehr, wir wollen den Kapitalismus. So, ne? Also hat es anscheinend nicht so durchgegriffen.